Guten Tag, hier ist meine Schlagzeile von heute. König Juan Carlos feiert mit 80 illustren Gästen und Mascarena seinen Geburtstag, während seine Schwiegertochter Königin Letizia ihre Sorgen weglächelt. Spaniens emeritierter König Juan Carlos, einst als Volksheld gefeiert, der 1975 das Land nach dem Tod des Diktators Francisco Franco in die Demokratie führte und sich 1981 einem Militärputsch entgegenstellte, feierte am Wochenende seinen 86. Geburtstag. Noch immer fern der Heimat. An seinem selbstgewählten Wohnsitz in Abu Dhabi ließen ihn 80 Gratulanten hochleben. Darunter waren seine Töchter Elena und Christina mit Kindern, sowie sein Regattafreund Pedro Campos, sein Arzt Eduardo Anitua und ehemalige Palastmitstreiter. Der Monarch lud an seinem großen Tag erst zu einem Mittagessen in das Hotel Four Seasons ein und dann zum Diner in seine Residenz. Hier wurden typisch spanische Spezialitäten und Weine aufgetischt. Für Stimmung sorgte das Musikduo Los del Rio, bekannt für seinen Stimmungshit Macarena. Der goldene Rentner Juan Carlos hatte 2014 das Zepter an seinen Sohn Felipe übergeben. Nach skandalträchtigen Anschuldigungen und politischen Differenzen ließ er sich im August 2020 in den Vereinigten Arabischen Emiraten nieder, wo er auf der Insel Nuray eine Luxusvilla mit 1000 Quadratmetern bewohnt. Während der King in Abu Dhabi ohne anhängiges Gerichtsverfahren mit Familie und Freunden feierte, zog im heimischen Madrid Enkelin Prinzessin Leonor die Blicke auf sich. Sie gab in Militäruniform ihr Debüt bei der traditionellen militärischen Neujahrszeremonie Pascua Militar, dem militärischen Osterfest. König Felipe und seine Königin Letizia waren nicht zum Geburtstagsfest angereist. Die Monarchin lächelt gegenwärtig andere Sorgen, ihre eigenen, weg. Sie soll während ihrer Ehe mit Felipe eine Affäre mit ihrem Ex-Schwager gehabt haben. Zu Besuchen in Nachbarsgarten kann es auch bei König kommen, wenn es aufkommt und vor allem, wenn die royalen Hausaufgaben nicht befriedigend erfüllt worden sind. Es besteht inzwischen auch ein angespanntes Verhältnis zum einst sehr verehrten Juan Carlos, dem die ehemalige Fernsehmoderatorin den Weg ins spanische Königshaus verdankt.